Was hat die denn bitte gegessen? War das Gras? Wie? Bist du da? Ja. Ja. Ich bin hier. Alles okay? Ja. Musste nur mal durchatmen. Klang, als bräuchtest du neue Eingeweide. Ja, ich hab gekotzt. Ist der Stress. Dein Job wird dich noch umbringen. Das sagte ich dir, noch bin ich nicht tot. In meiner Branche, ja, jemand hat unsere Agenten verraten. Hey, noch da, wie? Ja, ich überlege. Keine Sorge, noch bin ich nicht tot. Genau. Noch. Wie auch immer. Was ist los? Gibt's ein Problem? Wir hatten ein Datenleck. Mein Boss hat mich reingerufen. Wir mussten was tun. Alle im Night City HQ sind nervös. Aber dafür können sie dir nichts, oder? Du musst ständig ausbaden, was andere verkacken. Jackie, wer für Arasakas Spionageabwehr arbeitet, ist immer am Arsch. Mach dir keine Sorgen um mich. Ja, komm, kühnert hin. Mach dir keine Sorgen. Ich komm schon klar. Buona suerte. So, willkommen zu Cyberpunk 2077. Dein erster Besuch in Night City, Chum, verfolgt die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Ich gebe mir Mühe. Wenn du bereits ein erfahrener Edge-Runner bist, kennst du die Anzeige der Tipps? Ja, okay, gut. Ich brauche Tipps. Bewege dich mit L, mit R kann man so umsehen. Wie sahen so ein bisschen aus? Jetzt kann ich mich ja wieder einblenden. Bisschen wie so ein weiblicher Joker, nur mit lila-roten Haaren irgendwie, aber sah eigentlich ganz nett aus. Interessantes Outfit, wo ist denn der Typ hin hier? Hallo? Oh, X. Ja? Hi. Geh mal wieder. Okay, hier ist zu. Entschuldigung, ne? Tschüss. Viel Spaß noch. Typisches Pausenklo in der Schule wahrscheinlich, so. Oh, Frankfurt-Krise verschärft sich. Sofortige Maßnahmen. Geht's um Corona? Erforderlich. Wahrscheinlich schon. So, wir öffnen mal. Ach, ich will mal A drücken, aber mit A springen wir. Okay. Hallo. Die Konzernratte. Sehr schön. Aktive Missionsfälle werden auf deinem HUD und deiner Minimap mit Ausrufezeichen markiert. Ah ja, cool. Okay, ich bin selbst mit meinen bunten Haaren schon mega auffällig hier drin. Tagchen. Ich bin die Konzernratte anscheinend, aber coole Brille. Wovon? Nach Frankfurt. Ich meine, das Leck ist winzig, aber trotzdem. Ja, Pan weiß es schon. Woher weißt du das? Ich gehe einfach mal davon aus. Die wissen alles. Ja, Corona in Frankfurt ist ganz furchtbar. So, können wir auch rennen? Ah ja. Gut, ist wahrscheinlich auch nicht so professionell, hier lang zu rennen. Hallo. Ach, ich kann mit dir reden sogar. Kann ich mit? Kann ich nicht? Okay. Oder doch? Jetzt wurde es mir wieder angezeigt. Da, möchte mit dir reden. Muss ich das gedrückt halten? Okay, mit ihr ist nicht zu reden. Oh, auch schön. So, ich werde mal meine Kamera hier nach links machen, dann sieht man die Maps so ein bisschen. Aber mal gucken. Vielleicht werde ich das auch wieder ändern. Kann ich mit euch reden? Oh, ich sehe meine Beine immerhin. Das war mal was. So. Wir müssen dahin zum Aufzug. Da renne ich mal hin. Beeil dich, geh schneller. So. Schon wieder ein Anruf. Verdammt, wie? Du solltest schon vor einer Stunde hier sein. Ich wurde aufgehalten, bin aber gleich da. Scheiß Frankfurt. Es wird uns Abernethy schön aufs Brot schmieren. Ah, muss auflegen. Ich bin in meinem Büro. Und beeil dich. Okay, jetzt war sein Gesicht unter meinem Gesicht. Mal gucken. Ich glaube, die Kamera ist schon ganz okay da. Irgendwas werde ich immer verdecken, wahrscheinlich. Der hat auch coole Augen. Mit 20 bestätig
einer der profiliertesten Kampfpiloten der kaiserlichen Marine verehrt werden. Doch 1942, während einer Routinemission, wurde sein Flugzeug schwer beschädigt. Und Saburo, der mit Verletzungen und einem kaum funktionierenden... Oh, wir sind ja schon da. Ich dachte schon, oh, wie lange sind wir noch im Aufzug? Er ist in seinem Büro. Okay, danke schön. Hey, wie? Ist ja ewig her. Tagchen. Na du? Ich bin's, Frank. Hi, Frank. Ostküste. Erinnerst du dich? Ach, nee, aber... Ich ja. Wusste nicht, dass du in Night City bist. Wie geht's dir? Ja, du weißt ja, wie es ist. Vor einer Woche war ich noch in Kapstadt. Hab gehört, du bist jetzt bei der Spionageabwehr. Muss stressig für euch sein, nach dem Mist in Frankfurt. Jenkins ist dein Chef, oder? Ist er so, wie alle sagen? Hm, was sagen denn alle? Unter wem arbeitest du? Erzähl mir von Kapstadt. Was sagen die Leute denn über Jenkins? Dass er effizient ist. Wie jeder Psychopath. Hab gehört, er ist vor kurzem etwas durchgedreht? Hey, er hat es nicht leicht. Die Direktorin sollte seine Beförderung durchwinken, als die Japaner angekommen sind. Stattdessen hat sie ihn hintergangen. Oh, wir können ihm mehrere Sachen fragen. Unter wem arbeitest du? Für wen arbeitest du? Abernathy. Sie ist echt gut. Wie weit kann sich sein Kopf nach hinten drehen? Abernathy? Das kleine Miststück, das meinem Boss die Beförderung vermasselt hat? Du weißt ja, wie es läuft. Solche Dinge passieren. Tun sie wohl. Erzähl mir mal von Kapstadt. Erzähl mir von der Sache in Kapstadt. Operation Cargo. Schon davon gehört? Bewaffnung lokaler Konflikte in Afrika? Da warst du involviert? So ist es. Wir haben Kisten voller Gewehre in den Ozean geworfen. Sie mussten sie mit geborgten Booten rausfischen. Immer dasselbe. Aber hey, so gewinnt man Kriege. Es ist nicht unbequem, so zu stehen. Möchtest du dich vielleicht mal zum Hindrehen? Oh ja, ich muss los. So, tut mir leid, aber ich hab's eilig. Wir reden tschüss. Mal, okay? Okay. Schön, dich wiederzusehen. Entwickeln die hier Fotos? Na, Oma, was machst du hier? Ja. Cool. Mach weiter so. So, da sitzen ganz viele Leute. Oh. Hier könnt ihr auch mal reinspannern. Die mit ihren coolen... Oh, mit dir kann ich reden. Mit ihren goldenen Outfits. Was willst du? Du machst das Ganze... Du machst genau das gleiche wie die da hinten. Guck mich nicht so an. Ah. Notfallverfahren aktiv. Systemsicherheit bestätigt. Okay. Coole Stühle. Sieh nicht hin. Aber das ist sie. Jenkins Mädel. Aha. Reden die einfach so über mich? Was hast du zu sagen? Du mit deinen komischen Augen? Naja, immer über meinen Rücken reden. Ich gehe dann mal zu meinem Ziel. Gott, wie sie rennt. Bitte betreten Sie den Vorraum. Erstmal abgescannt werden. Hi, Chef. Setz dich, wie bin gleich bei dir. Wir müssen das Abstimmungsproblem klären, ehe wir unsere Wolkenmeerstützpunkte verlieren. Sie fangen gleich an. Wie ist die Lage? Das war zu erwarten. Du weißt, was zu tun ist. Leg los. That escalated quickly. Hallo, Bruce Wayne. Direktorin Abernathy? Ich hab die Abstimmung gesehen. Was zur Hölle war das? Eine Grundreinigung. Nach dem Bockmist in Frankfurt am Main. Wie wir es besprochen haben. Ich habe das Problem beseitigt. Meine Anweisung war, das Problem zu lösen, nicht den Europäischen Weltraumrat abzuschlachten. Vertuschung wird ein Vermögen kosten. Wir hätten die Lizenz verloren. Jetzt haben wir eine Woche gewonnen. Das ist gut. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Keine halben Sachen. Typisch Jenkins. Wir sind mit dem Thema noch nicht fertig.
Sieht aus, als hätte er da irgendwie so Pianonoten. Arbeitet ihr schon lange zusammen? Wie lange ist Emma? Vor Night City haben wir in Osaka zusammengearbeitet. Sie hat 2 Jahre daran gearbeitet, mir Fallen zu stellen. Und als sie Spec-Off-Direktorin wurde, hat sie mir endgültig einen reingewirkt. Und jetzt hält sie mir eine Waffe an die Schläfe, damit ich nichts Dummes tue. Aber den Abzug drückt sie nicht. Sie braucht mich. Ich erledige die Arbeit, zu der sie nicht den Mumm hat. Miststück. Teilen und erobern. Effektive Strategie. Effektiv. Was würdest du an meiner Stelle tun? Du musst dich wehren, da kann man nicht viel tun. Ah. Du musst dich wehren. Wehr dich. Die zeigen, dass du nicht ihr Fußabtreter bist. Du hast recht. Verpass ihr einen Denkzettel. Dann respektiert sie dich. Oder du fliegst raus. Sieht aus, als sehen wir das ähnlich. Sind wir hier in einem Serverraum? Ah ne, das sind Gebäude. Hm? Ein Datensplitter. Ein Datensplitter? Ein Vertrauensbeweis. Mach schon. Nimm. Okay. Wenn Bruce Wayne das sagt. Wird bestimmt gut sein. Die letzten Wochen gesammelt. Biometrik, Traumateamkarte, Namen nahestehender Menschen, Fahrer, Sicherheitschef, Liebhaberin, Mann der Liebhaberin. Alles. Nimm die Infos und sorg dafür, dass Abernethy kein Problem mehr darstellt. Du hast es selbst gesagt. Ich soll mich wehren. Ja. Und was passiert, wenn ich mich weigere? Schön, dass du es auf mich abwälzt. Ich nicht so was Dummes. Das ist keine Bitte. Wie? Ich denke, wir verstehen uns. Und nimm das hier. Geld nehmen. Bargeld geht immer. Credit-Transaktionen sind verfolgbar. Papier verschwindet, wenn man es ausgibt. Was soll ich sagen? Verwende nur dieses Geld und finde die richtigen für den Job. Keine Konzernleute. Was die Kernaufgabe angeht, nimm jemanden, den du sehr gut kennst. Klar? Ja. Ich kenne aber niemanden. Gut. Ich erwarte deinen Bericht. Und viel Glück bei der Sache. Mein AV wartet draußen. Du kannst ihn benutzen. Enttäusch mich nicht. Cool. Ich sehe schon, wie ich scheitere. Fische. Na toll. Hätte ich mal bloß nicht gesagt, dass er sich wehren soll. Jetzt muss ich den Scheiß ausbaden. Mann. Ich habe hier die Berichte für Sie. Du bist... Ach ja, komm. Ich habe gerade zu tun. Schick sie mir einfach. Klingt beides irgendwie bitchy. Kannst du zwischen verschiedenen aktiven Missionen wechseln? Wie? Alles okay? Wie läuft's in der Schlangengrube? Schlangengrube ist kein Ausdruck. Schlangengrube. Das ist noch milder ausgedrückt. Hast du Ärger? Noch nicht. Fürs Erste brauche ich jemanden, dem ich traue. Das klingt eher nach einem Ja. Wir treffen uns in einer Stunde im Lissys. Okay. Ah, okay, jetzt sehe ich das rechts. Lies den Bericht auf deinem Terminal optional. Und geh zur AV-Halle. Auf deinem Terminal. Wo ist denn mein Terminal? Das hier. Dachte, wäre ein Aufzug. Tag, Leute. Ich brauche einen Stempel von dir. Möglicherweise ist einer von uns aufgeflogen. Schon wieder Frankfurt? Nein, geht um was Lokales. Okay, gib mir die Kurzversion. Unser Agent bei Biotechnica vermutet, dass er enttarnt wurde. Sie haben ihm kürzlich Sicherheitsstufe Rot gewährt. Die höchste. Er sucht nach Dreck, kommt aber nicht voran. Komm zum Punkt. Die sind zu sauber. Blitzblank. Kein einziger Fleck, nirgendwo. Wir glauben, sie haben ihn enttarnt und füttern ihn mit falschen Daten. Sollen wir ihn rausholen oder weitersuchen? Lasst ihn weiter suchen. Von welchen Risiken reden wir ja genau? Erwartete Risiken? Nicht lebensbedrohlich. So arbeitet Biotechnica nicht. Erpressung wäre möglich. Eventuelle Falschdarstellung in den Medien.
Mann hat Kinder, er würde zusammenbrechen. Lass ihn weitersuchen. Okay, das hat irgendwelche Konsequenzen. Es ist nicht lebensbedrohlich. Ach komm, holt ihn raus. Aber still und leise. Wir wollen nicht, dass irgendwer den Braten riecht. Ich bin mal nett. Wird sauer sein. Um den kümmere ich mich. Verstanden. Ich habe eine wichtige Aufgabe für ihn. Guck mal, hier sind die Corona-Zahlen von Frankfurt. Das sieht nicht gut aus, ne? Wisst ihr Bescheid? Sind hier irgendwelche Unterschriften? Weißt du, das ist 2077. Müsstet ihr nicht digital genug sein, um keine Medical Lists und so ein Kram mehr zu haben? So. Ach, das ist mein Schreibtisch. Cool. Setze ich mich mal hin. Ah, eine Winkelkatze. Schublade. Ja, was haben wir denn da so Schönes drin? Ach, The Witcher, Mensch. Muss ich auch irgendwann nochmal spielen. Kognitiven Booster verwenden? Ist das gesund? Nehmen wir erstmal die Karte. Was haben wir denn da? Traumateam. Cool. Ach komm. Immer rein damit. Sieht eher aus wie so ein Asthma-Spray, aber okay. Oh, da blinkt ein Buch. Kann ich nochmal aufstehen? Das neue Karriere gefällig kommt zu Netwatch. Nett.